Ich überlege gerade, ob ich da rüberspringen soll. Ich versuch's einfach. Und jetzt hat mir das gar nichts gebracht, ne? Nö. Doch, hat's mir. Wieso sehen meine Kugeln so komisch aus? Okay, blaue sind noch alle. Ich dachte, ich krieg jetzt hier... Warum muss ich die jetzt freischalten? Also die Nuss habe ich ja auch, konnte ich ja auch ohne die Dinger da unten freischalten das letzte Mal. Ah, jetzt das Bett hier unten. Ach so, dann hätte man... Ah, okay, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So hat sich das freigeschaltet, okay. Ja gut, aber das erklärt immer noch nicht, wo das letzte Kleidungsstück ist. Hier gibt es auch Fensterbänke, wo ich lang hüpfen kann. Und bringt mir das jetzt was hier? Nicht wirklich, oder? Wieso kann ich hier hinspringen? Verstehe das nicht. Oder so. Shit. Irgendwo muss das Kleidungsstück sein. Allerhöchstens auf dem Dach noch, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das wäre der letzte Ort, wo ich sagen würde, da könnte es sein. Ich komme hier auch nicht mehr raus, ne? Warum bin ich hier irgendwie durchs Fenster gesprungen, ne? Wegen meinem Hütchen fackeln jetzt die Dinger ab. Okay. Okay. Nee, auf dem Dach war ich ja. Da habe ich ja die Nuss geholt. Da steht noch ein Agent im Garten, aber... Glaube ich, dass mir das was bringt. Auf ihn! Aber seine Nüsse nehme ich mit. Vielleicht ein Geheimgang unter der Treppe vorn. Das könnte sein. Da können wir mal gucken. Weil die Nüsse ploppen ja auch immer wieder neu auf da.
Nee, hier ist nix. Nee. Was mit dem Baum? Kann ich den hochklettern? Ja. Oh. Aha. Kann's mal sehen. Und was haben wir jetzt? Ein anderes Muster, ne? Oder? Ja, ich habe jetzt ein anderes Fell. Ja, dann machen wir so ein dunkles. Vorher waren wir ja so hell. Machen wir jetzt ein dunkles. So, kleidungsmäßig. Ja, ich kann halt nicht anders, ne? Das Kleid ist halt immer noch am besten. Gut, das hätten wir auch. Sehr schön, sehr schön. So, ich weiß jetzt halt immer noch nicht bei der Hochzeitsgesellschaft, was ich da machen soll. Das Kleid ist es aber auf jeden Fall. Was kriegen wir hier? Auch nochmal eine Schrotflinte. Nehmen wir mit. Ja, Jungs. Wie ist es? Hä? Der Bock. Ja, ist er dem gone. Pappnase. Komm. Nimm dies. Und das. Danke für deine Nüsse. So, Hochzeitsgesellschaft. Das große Rätsel. Was müssen wir da machen? Also ich kann tanzen. Mit dem Basketball komme ich noch nicht wirklich hoch. Weil ich weiß auch noch nicht, wie ich der Braut helfen kann. Da hoch aufs Dach, das bringt mir aber nichts. Basketballkorb kann ich auch hochklettern. Okay. Das bringt mir. Hallo, Herr Bräutigam. Hallo? Was für ein komisches Haus. So, den Bräutigam. Was, da kümmere ich mich gleich drum, das Haus. Herr Bräutigam, Ihre Braut wartet. Auf Sie. Ich glaube, er ist wach. Ja, komm. Das ist Spektakel. Oh, jetzt auch noch gestolpert. Eieieiei. Ja, das Spektakel gucken wir uns an. Guck mal, wie sie sich freuen. Und dann tanzen sie vor Freude.
Yeah, Ein Ehering? Dann kann ich bestimmt wieder den Bauch anziehen, ne? Ah ne, auf den Kopf! Ja, guck mal, jetzt sehe ich aus wie eine Prinzessin. Prinzessin Eichhorn. Sehr schön, sehr schön. So, das erklärt jetzt immer noch nicht, wie ich das mit dem Ding mache, mit dem Basketball. Weil ich kann ja X tragen, wenn ich hier hochkletter. Aber jetzt gucken wir uns erstmal im Haus um. Das Haus ist komisch. Es ist sehr komisch. Chess. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Wieder schnell machen hier. Okay, ich weiß jetzt, wie ich an Basketbälle komme. Die blöderweise das einzige sind, was da oben geblieben ist. Den brauche ich. Das zählt. So, haben wir hier noch irgendwas Schweres? Ein Stein. Der reicht nicht ganz. Was ist das? Oh Gott, der steht unten an der Wand. Hä? Wie? Da waren drei Symbole. Okay. Na toll. Na toll. Ich brauche was Schweres. Irgendwas, was nicht kaputt geht. Davon haben wir hier nicht so viel. Eine Dose. Okay, die zählt aber als Gewicht. Kein hohes Gewicht. Dann haben wir noch den anderen Ball. Reicht auch noch nicht ganz. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich mache, aber wenn ich zum Ziel komme, ist okay, ne? Nimmst du bitte? Danke. So. Und den würde ich auch ganz gerne nochmal... Ja. Ist ihm blöd. Ja, geht doch. So. Sind die alle platziert? Ah, da komme ich nicht. Ach, da oben ist noch. Ah, hier sind noch zwei Gewichte.
Ja, gut, aber da komme ich halt immer noch nicht hoch, ne? Muss ich von dem Regal aus darüber? Oh, da habe ich dann ein Problem mit dem Ball. Ich verstehe das nicht. Die anderen Fenster. Ah, da hinten meinst du? Ja, da kommen wir auf jeden Fall mal raus. Aber da komme ich wieder nicht aufs Dach, ne? Ja, das ist das Vordach, wo ich schon mal war. Versuche jetzt nochmal schnell die anderen Gewichte zu holen. Brauche ich ja doch. Jetzt weiß ich halt nicht mehr. Ich glaube, das war der erste, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war der erste. Aber wie komme ich denn an den anderen? So. War das der letzte? Glaube. Aha. So nämlich. So, sehr schön. John. Holen wir erstmal kurz die Nuss. Dann hätte ich gerne mein Bällchen. Und dann... Nur nicht verkacken jetzt. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich sag noch, nur nicht verkacken jetzt. Sag weg, Wahrer. Oh. Da ist die goldene Nuss. Oh. Soll ich die Kiste aufmachen? Wäre ich die Kleider? Kleiderkiste, warte mal. Ich weiß gar nicht, habe ich die aufgemacht? Nee, Tatsache. Yeah, ein Smoking. Ja, jetzt bin ich schon cool. Mein Name ist Horn. Eicho. So. Gut, eine goldene Nuss gibt's aber noch. Ja, jetzt laufen wir aber erstmal hier im Smoking rum. So, jetzt müssen wir aber noch irgendwie die Partygesellschaft da unten. Ich bin mir halt nicht sicher, was ich hier machen muss. Die feiern mich halt. Gebt mir eure Nüsse. Aber was soll ich hier machen? Sobald ich weggehe, sind die angepisst.
ich jetzt hier einfach warten oder wie, bis die fertig sind? Bis sie keinen Bock mehr haben? Ich müsste rein theoretisch jemanden bringen, der da tanzt für die, ne? Aber wie? Boom! Hat's gemacht. Da hat es gerade aus der Latschen gehauen. Manno, alles doof. Ja, toll. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen muss. Vielleicht nur lang genug machen. Aber ich soll halt den ganzen Tag der chillen. Ich bräuchte halt jemanden, der da tanzt am besten. Aber wen? Die Braut. Die hat doch bestimmt Bock. Oder irgendeiner von denen hier. Von der Hochzeitsgesellschaft. Wie sieht's aus? Hast Bock? Komm, geh rein. Gut, der kann ich nur das Genick brechen, das bringt mir nichts. Hilfe, Hilfe, ich kann mich nicht ewig halten. So, ich weiß es nicht. Wieso ist hier so eine Platte? Da oben ist ja auch so eine leichte Vertiefung. Klar, da ist die Stange oben durch, dass ich da hochklettern konnte. Aber hat das irgendwas zu bedeuten? Kann ich hier irgendwas machen? Verstehe das nicht. Auch ein Nachdenk-X. Halt auch nichts machen, ne? Außer abspringen. Naja, wir überlegen mal. So, ich habe aber 27 goldene Nüsse, fällt mir gerade auf. Und das bedeutet, da vorne ist doch der geheime Bunker. Die kriege ich doch mit 25 auf. Da müssen wir mal gucken. Zuerst hole ich mir natürlich... Also, so, die wieder. Ja, komm, wir speichern mal wieder. Gelegentlich speichern ist ja nicht verkehrt. Nicht, dass ich nachher wieder irgendwie so einen Bug habe oder so. So, her mit den Nüsschen. Ja, machen wir auf, ne? Geheime Bunkeranlage hier. Ja, wollen wir mal. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ich
würde behaupten, diesen Raum kenne ich. Ist es möglich, dass ich hier eventuell schon war? Aber wieso kann ich hier nochmal rein? Wie doof ist das denn? Also das verstehe ich jetzt nicht. Es macht halt gar keinen Sinn, dass ich jetzt nochmal hier rein kann. Ja, jetzt kann ich die Nuss holen, die ich schon hab. Wow. Aber die Nuss habe ich ja schon. Ah, aber das sind so Klamotten. Ich muss sagen, eigentlich habe ich gar keinen Bock, das ganze Ding jetzt hier nochmal zu machen. Also, mein klar, Klamotten. Aber. Ja, schick. Richtiger Gangsterhut. Passt doch so ein bisschen zum Outfit, ne? Ein Trenchcoat. Guck mal, ich bin richtig Detektiv hier. Nice. Aber das heißt, ich muss mich hier nochmal durchwurschteln. Der ist ja richtig blöd. War hier unten eigentlich irgendwas? Guck mal. Den haben wir letztes Mal übersehen. Den können wir schon mal mitnehmen. Ja gut, wir haben halt nicht alles gekriegt hier am Anfang, ne? Ja, ist ein bisschen doof gemacht, finde ich jetzt auch persönlich, aber... Ja. Dann gehen wir halt mal eben schnell raus hier wieder. Gucken, was wir noch mitnehmen können. Jetzt haben wir alles bis auf ein so ein Rad. Das ist Munition da drüben. So.
Ich bin immer noch zu doof dafür. Ja, danke. Ich habe sie gesehen. Ein bisschen spät, aber ich habe sie gesehen, ja. So. Ich hasse das Labor. Das Labor ist scheiße. Mann. So ein Dreck. Jetzt muss ich das nochmal alles machen. Ich will nicht. Vor allem der nervige Part kommt ja erst mal. Naja, vielleicht muss ich mich einfach ein bisschen konzentrieren, dann geht das. Sagen, da oben war eine Nuss. Konzentrieren noch 5,5 Stunden. Ja, krieg ich hin. So ein bisschen. Aber ich will nicht aufhören, das Spiel macht so einen Mords Spaß. Ich mag echt nicht aufhören. Ich nehme wieder das hier. Ist auch nur eine Nuss. Die hab ich ja ganz vergessen. Ihr Miesen. Du es erwartet? Nee, eigentlich nicht. Ich hätte eher gedacht, dass ich mich an Gori ein bisschen mehr festbeiß. Allerdings finde ich das... Gori ist echt geil, macht echt Spaß. Allerdings, es schlaucht ein bisschen. Es ist anstrengend. Weil das alles sehr, sehr hektisch, sehr, sehr schnell ist. Und ich auch dann echt nicht weiß, was ich sagen soll. Das ist mein Problem. Ich komme mit dem Reden gar nicht mehr hinterher, weil das alles so schnell ist und ich mich die ganze Zeit darauf konzentrieren muss. Das hier ist dafür wiederum sehr entspannt. Hier ist ein bisschen Rätselspaß. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, das hatten wir, glaube ich, oder? Ja, das hatten wir wohl. Ja, jetzt halt die... Ich schmeiß das jetzt mal dahin. Jetzt halt die Frage, wo ist das letzte Munitionsrad, ne? Da oben war das aber nicht, oder? Da hinten ist es. Ach du Heilige.
Das heißt, ich müsste mich einmal komplett da hochschießen und dann darüber. Also ich hätte es schon ganz gerne, das Munitionsrad. Es ist natürlich wieder ein bisschen tricky, sich da hochzuschießen, aber ich glaube, das kriege ich irgendwie hin. Goris ist jetzt sehr anstrengend, mir fast so weit wie du, musst auch erstmal ausmalen. Ja. Ja. Also gerade dadurch, dass das alles so schnell ist und dieses zack, zack, zack und bis das Hirn überhaupt verarbeitet hat, was da gerade passiert ist. Es macht sehr viel Spaß, ich mag den Humor auf jeden Fall, aber es ist halt echt anstrengend. Das ist kein Spiel, wo ich sage, das kann ich jetzt irgendwie 5 Stunden am Stück zocken. Ich glaube, da kriege ich einen epileptischen Anfall. Die hatten wir ja schon. Aber das hatten wir nicht. Ja, jetzt haben wir es. Der Bunker ist vollständig. Sehr schön. Und wenn ich das jetzt geschickt anstelle, komme ich darüber, oder? Perfekto. So. Weg mit dir. Und wir krabbeln einmal nach oben. Sehr schön, dann haben wir den Bunker abgeschlossen. Dann brauchen wir diesen blöden Bunker nie wieder rein. Hoffe ich.